Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Flowers. Ich konnte eine Woche lang kein Video hochladen, da ich in Urlaub war in Kroatien. Heute möchte ich euch meine ersten Erfahrungen mit der App Ryanair und mit der Fluggesellschaft Ryanair und mit der App Airbnb, die ich wirklich sehr gerne mit euch teilen möchte. Für diejenigen, die bald eine Reise planen, für die möchte ich dieses Video drehen. Ryanair, was ist Ryanair? Ich glaube, Ryanair ist nicht so unbekannt. Ja, man bucht mit dieser Fluggesellschaft, die wirklich relativ günstig ist. Wir haben für zwei Personen 170 Euro bezahlt, hin und zurück nach Kroatien. Aber das war schon teuer sozusagen für Ryanair, weil man kann echt für 50, für 30, für 40 Euro Flüge nach Marokko, nach Spanien, für in verschiedenen Länder buchen, und ich finde das extrem günstig. Und da habe ich mir, da denkt man sich immer, da muss doch ein Haken sein. Ja, da ist ein Mini-Haken sozusagen, dass man kein Gepäck mitnehmen darf. Man darf kein Gepäck abgeben. Man darf aber, das ist das wichtigste Teil von Ryanair meiner Meinung nach, das interessanteste, was ich am meisten gesucht habe online: Wie viel Kilo darf ich denn mitnehmen? Darf ich nichts mitnehmen? Darf ich gar kein Gepäck haben? Ja, du darfst kein Gepäck abgeben, was du nicht bezahlt hast. Man kann alles noch dazu buchen. Man kann viele Sachen noch dazu buchen, Gepäck, Kilos oder vieles dazu. Aber ich rede jetzt gerade darüber, was man nicht dazu gebucht hat. Was ist in dem Preis mit drin? Also wenn man hier sozusagen nur den Flug bucht. Man bucht nur den Flug, aber man hat trotzdem 10 Kilo Handgepäck-Erlaubnis sozusagen. Man darf 10 Kilo pro Person was mitnehmen. Aber ihr müsst 100% darauf achten, die Maße sind vorgeschrieben. Ihr dürft nicht einfach einen x-beliebigen Koffer mitbringen und einfach reinstopfen und sagen, ja, es ist 10 Kilo. Nein, aber hier seht ihr auch kurz, wie die Maße aussehen müssen. Und diese Maße werden meistens kontrolliert. Wir hatten das Glück, dass wir nicht kontrolliert wurden. Ich habe aber gesehen, keiner wurde beinahe kontrolliert. Es war massenvoll, also es war sehr voll, und die haben echt bei fast keinem kontrolliert. Trotzdem würde ich euch raten, geht kein Risiko ein und beachtet einfach die Vorschrift. Wie wird dann einfach kontrolliert? Nehmen die ein Maßband? Nein, es wird nicht mit Maßband oder so kontrolliert, ob ihr ein paar Zentimeter zu viel oder zu wenig habt. Die Tasche muss einfach in diesen Behälter reinpassen. Wenn der reinpasst, ist der passend zu den Maßen, die vorgeschrieben sind. Und man darf auch noch einen Rucksack oder sozusagen noch eine Handtasche, Handgepäck und Handtasche sozusagen mitnehmen. Ja, und auf die Flüssigkeit müsst ihr so oder so immer achten, dass es nichts Neues ist. Wenn ihr kein Gepäck habt, was ihr abgibt, also was ihr nicht extra dazu bucht, müsst ihr darauf achten, dass ihr diese durchsichtigen Täschchen mit euren pro 100, maximum 100 Milliliter Flüssigkeit mitnimmt. Ja, das war eigentlich das Wichtigste. Und kommen wir zu den Turbulenten. Viele haben behauptet, dass Ryanair günstig sein soll, weil es richtig hin und ab und weil es so richtig amateurhaft sein soll. Nein, das stimmt nicht. Also wir sind ganz normal geflogen und ganz normal angekommen. Also das stimmt nicht. Ja, da kommen wir zu Airbnb. Das ist eine App gewesen oder eine Internetseite, von der wir unser Apartment oder von der wir unsere Unterkunft gebucht haben. Auch hier gab es sehr verschiedene Meinungen, ob es gut sei oder ob es schlecht sei, weil man bucht eigentlich von privaten Leuten, die dort wohnen, einfach ein Apartment oder sei es eine Wohnung oder sogar nur ein Zimmer. Man kann das Gute ist in dieser App, man kann das so gut kategorisieren, wie man es möchte. Man kann sich eine Luxusvilla, sogar eine Luxusvilla gönnen, die relativ auch teurer preislich mehr kostet, als wenn man sich jetzt nur ein Zimmer buchen würde.
ein Zimmer zu buchen ist meiner Meinung nach nichts für mich, weil man muss dann zum Beispiel Gemeinschaftsbadezimmer teilen. Also man teilt mit anderen ein Badezimmer, ist nichts für mich. Ist nichts für mich, kann aber was für euch sein. Wir haben extra darauf geachtet, dass wir kein Zimmer, sondern ein Apartment buchen und auch keine Villa. Wir wollten was Preisgünstiges haben. Wir haben uns dann einfach für eine Wohnung entschieden, die zentral in der Altstadt war. Ihr müsst einfach darauf achten, die Adressen sind zwar nicht genau gegeben, aber die Punkte, wo die Apartments stehen, sind gegeben. Und ihr müsst einfach recherchieren und gucken, wo ist es am besten im Urlaub einen Wohnsitz zu haben, damit man von A zu B am besten kommt. Und wir haben bei Kroatien gemerkt, dass gelesen und recherchiert, dass Zadar einfach das Zentralste sozusagen ist. Und wir haben auch wirklich innerhalb der Altstadt ein super günstiges und bescheidenes Apartment gefunden. Und das Beste ist, man kann mit den Vermietern Kontakt aufnehmen, bevor man bucht. Man kann Fragen stellen, die einem in den Kopf kommen, wie zum Beispiel, könnten Sie mich vielleicht vom Airport abholen oder könnten Sie mir vielleicht sagen, ja, wie komme ich dahin oder noch andere Extras, könnten Sie mir vielleicht ein Bügeleisen mit rein tun, weil ihr könnt in den Seiten einfach, bevor ihr bucht, sehr gut lesen, was alles angeboten wird von den jeweiligen Vermietern. Ja, wir hatten das richtig gut gelesen. Wir hatten Internet, wir hatten TV, okay, wir sind keine Fernsehen, brauchten wir nicht wirklich. Aber man kann einfach alles rein. Man hat Bilder. Unser Apartment war echt den Bildern gerecht. War genauso wie auf den Bildern. Alles war top und es ist super clean, also sehr sauber. Man hat einfach mehr Persönliches, finde ich. Ich finde es besser, wenn man einfach in einem Apartment ist, als wenn man richtig viel zahlt und in einem Hotel ist. Wir hatten einfach super Kontakt mit den Vermieterin. Sie hat uns sogar umsonst abgeholt. Jeder wollte 20 Euro haben. Sie hat gesagt, nee, ich hole euch umsonst ab. Sie hat uns vom Flughafen abgeholt, hat uns nach Hause gebracht. Ja, unser Badezimmer war klein, aber doch hatten wir das alles, was wir gebraucht haben. Sie hat sogar einige Proben, wie sei es Deo, Duschgel, einige anderen Sachen mit reingelegt. Sogar Nagellack hatte sie. Ich fand das super süß, dass sie an alle Kleinigkeiten gedacht hat, wie zum Beispiel, dass sie uns Kaffee oder Spaghetti oder diese ganzen Kleinigkeiten wie zum Beispiel süßes Gebäck und so viele Sachen hatte sie uns mit reingetan, damit wir am ersten Tag nicht wirklich einkaufen müssten. Und dann hatten wir, sie hat uns alles, was sie uns einfach in ihrer Seite beschrieben hat, war wirklich da. Ja, uns hat echt nichts gefehlt. Wir hatten Klimaanlage, wir hatten alles. Ich fand einfach unser Wohnzimmer klein, süß. Wir hatten offene Küche, sodass wir auch manchmal kochen konnten. Haben wir auch gemacht. Hat wirklich lecker geschmeckt. Ja, das war alles super schön. Aber wie es genau war, wie unser Urlaub, der Ablauf unseres Urlaubs und wie wir es alles gestaltet haben, werde ich euch aber bei meinem nächsten Video zeigen, wo ich vorhabe, einfach einen Kroatien-Vlog hochzuladen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich will einfach nur sagen, meine erste Erfahrung mit Ryanair und Airbnb war einfach top. Ich kann echt nicht mal eine Kleinigkeit aufzählen, wobei ich sage, es war top. Wir haben 100% vor, wieder mit Airbnb zu buchen, unser Apartment zu buchen und wieder irgendwann mal mit Ryanair zu fliegen. Es war einfach sehr preislich, sehr günstig. Wir haben eine Woche lang für zwei Personen mit Aufenthalt, also Wohnsitz, und mit dem Flugticket nur 300 Euro bezahlt, Maximum. Also deswegen kann ich das nur empfehlen, man kann auch mit wenig Geld reisen. Das wollte ich nur hier so mal zum Schluss sagen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine kleine Roomtour sozusagen hat euch hoffentlich auch gefallen. Es war kein Top
und moderne Wohnung. Es war aber eine saubere und sehr nette Person, die ich irgendwie 100% weiterempfehlen kann. Bis zum nächsten Video. Eure Hijab-Flowers.